Hallo Freunde, willkommen zurück zu Jurassic World. Wir bauen Insel 2 um. Und zwar drastisch, schon seit einer Weile jetzt. Und Ziel ist es, die Gästebewertung möglichst hoch zu schrauben. Und dafür einige Modernisierungen und ein bisschen ein anderes Layout herzunehmen. Wobei ich am unteren Parkende möglichst wenig verändern will. Wobei ich denke, dass dieses Gehege einfach komplett verschwinden wird. Und hier bauen wir noch ein paar Besuchergebäude rein. Einfach damit das ein bisschen ordentlicher aussieht und zugänglicher ist. Aber davon abgesehen will ich eigentlich nur noch bis, ja, die Terrassen quasi bis hier machen. Dass wir da ein bisschen an dem Weg und an dem Gehege anschließen. Und dann hier drüben. Jetzt möchte ich es nur noch ein bisschen ordentlicher gestalten und dann diese ganzen Gebäude ein bisschen neu anordnen. So, was brauchen wir denn als erstes? Wir hatten ja gesagt, dass wir hier einen Weg ein bisschen anders gestalten wollen. Und wenn wir Wege abreißen, ist es eigentlich nie verkehrt, ein paar Ersatzwege zu machen. Einfach nur, damit die Gebäude alle Anschluss zum Ankunftsort haben und der ganze Park nicht auszusehen abgeschaltet wird. So, aber kurzfristig werden wir auf jeden Fall den Park mal von der Leine nehmen müssen. Geht eigentlich fast nicht anders. So hatte ich mir das zum Beispiel schon mal nicht vorgestellt. Na, der Park hat es einigermaßen gut verkraftet. So, Expedition abgeschlossen. Zurück zu den Fossilien. Das wird uns zwischendrin immer mal begleiten. Das ist irgendwie wichtig, dass wir die Ausgrabungsgeschichten hochhalten. Sonst kriegen wir keine neuen Dinos. Das wäre sehr schade. So, was mich zurzeit ein bisschen stört, wenn man Wege abreißt, gibt es Bäume. Das ist ein bisschen blöd. Okay, wie möchte ich es haben? Ich denke, hier machen wir einen großen Weg hin. Das könnten wir vielleicht sogar einfach durch Aufwerten schaffen. Also, das war vergleichsweise harmlos. Aber das passt. Gut, den Weg führen wir, denke ich, hier runter. Und dann serpentinmäßig hier rüber. Hier an den Rand und dann hoch. Und dann verbinden wir das mit dem Weg hier. Das könnte klappen. Okay, lassen wir das erstmal so stehen. Ist natürlich schief und krumm, aber ich denke, das ist das Beste, was ich mit den Terraforming- und Straßentools hier erstmal machen kann. Mir persönlich würde es besser gefallen, wenn wir hier nicht in zwei Winkeln abhauen. Also wir gehen nicht nur von bergauf, bergab, sondern auch noch von rechts nach links eine Schräge. Gefällt mir gar nicht. Im Prinzip müsste man dafür sorgen, dass die Straßen im Prinzip immer geläffelt sind von der einen Seite zur anderen. Und dass man dann vielleicht hier nochmal Steine hat oder irgendwas, dass das nicht einfach nur so effektiv angesprühte Wiese ist. Es gibt zum Beispiel bei City Skylines sehr viele Möglichkeiten, Straßen und Wege und Landschaften wirklich ansprechend zu gestalten. Schaut euch mal YouTube-Kanal $2.20 an. Der macht City Skylines-Videos und das ist der Wahnsinn, wie der das Zeug gestaltet.
Allerdings bietet einem das Spiel auch ein paar Möglichkeiten mehr als Jurassic World. Dementsprechend, es geht halt leider nicht alles mit den Mitteln, die man hier hat. Noch ein bisschen schade und auch ein großer Kritikpunkt der Community. Planet Coaster bietet zum Beispiel viel mehr Möglichkeiten. Ist auch von Frontier. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Universal gesagt hat, nö, ihr macht weniger Möglichkeiten. Das ist bestimmt ein guter Plan. Okay, dann haben wir das. Dann würde ich vorschlagen, wir machen hier drüben einen kurzen Hilfsweg. Dann können wir das hier abreißen. Keine Sorge, das ist wie gesagt nur ein Hilfsweg, damit der Park nicht abschaltet. Den Hilfsweg können wir auch schon mal wegmachen. Wetterdienst. Oh, super. Okay. Reißen wir hier nochmal ein Stück Weg ab. Dann würde ich sagen, ab hier ist es Besucherbereich und Besucherbereich kriegt diese rötlichen Wege. Strecke unvollständig, auch das weiß ich. Und das ist auch noch verbaut, hervorragend. Schauen wir erstmal, dass wir die Schutzräume öffnen. Gebäude wegen Sturm beschädigt und das hier drüben sollten wir vielleicht doch nochmal mit dem Hilfsweg anschließen. Einfach damit die Kraftwerke funktionieren. Und die Einschienenbahnstationen müssten motzen, zumindest ein bisschen. Yep. Okay, das sind die Einschienenbahnstationen. Die könnten wir eigentlich auch gleich abreißen, wenn wir sie ohnehin nicht wirklich benutzen können gerade. Okay, so viel mal dazu. Dann schauen wir mal. Diesen Weg. Da stört gerade ein bisschen die Stromleitung. Also gut, bauen wir ausnahmsweise noch eine Stromleitung hier rüber. So. Hiermit bin ich eigentlich relativ glücklich. Ich denke, das werden wir beibehalten. Fossilien gefunden. Darum kümmern wir uns gleich. So, der Sturm ist vorbei, das heißt, wir können die Schutzräume wieder schließen. Die Gebäude sind die Einschienenbahnstationen, das sollte aber auch kein großes Problem sein. So, ich denke, den Weg lassen wir so, wie er ist. Wir könnten höchstens noch ein bisschen versuchen, das mit Terraforming etwas gerade zu ziehen hier. Nee, das mag er nicht. Das heißt, wir... Haben wir gleich. Moment. Das passt. Das passt auch. Okay. Der Hilfsweg verbindet das im Moment. Dann könnten wir den ganzen Bereich erstmal abreißen und die Terrassen richtig machen. Das heißt, alles brauchen wir nicht abzureißen. Ich denke, dass wir
erstmal nur die Gebäude hier am Rand machen. Ich glaube, ich würde richtig loslachen, wenn wir zwischenzeitlich dann die 5-Sterne-Bewertung schaffen. Einfach aus Versehen. Okay, die Terrasse passt soweit. Ich denke, die Straße führen wir hier drüben entlang weiter. Ja, das sollte passen. Und da habe ich einen Plan. Dann haben wir hier quasi die Terrasse. Wir nehmen das hier dann alles auf eine Höhe. Jawohl. Und das könnten wir vielleicht ein bisschen glätten hier drüben. Dann sieht die Kante nicht ganz so straff aus. Alles klar. So. Hier drüben möchte ich eigentlich schon mal eine Reihe Gebäude hinsetzen. Und die Einschienenbahnstation. Das wäre mir eigentlich ein Anliegen. Ich überlege gerade, welche Gebäude wir sonst noch dazustellen. Okay, für das hier unten habe ich, glaube ich, eine Idee. Das heißt, hier können wir die Einschienenbahnstation hinmachen. Wo kommen wir? Von hier unten. Dann machen wir die am besten hierher. Direkt hier an den Rand. Das müsste eigentlich passen. Und das läuft. Okay, das passt auch. Die Station braucht jetzt noch Strom und die Gebäude hier unten haben auch keinen Strom. Ich denke, da packen wir das Umspannwerk gleich hier neben die Station. Ein großes und dann sollte das erstmal eine Weile halten. So viel erstmal dazu. Und ich denke, hier können wir den Strom auch wieder am Weg entlang führen. Okay, das heißt, hier sind wir jetzt erstmal soweit versorgt. Welches Gebäude zickt jetzt noch? Das wurde durch den Sturm beschädigt, muss repariert werden. Alles klar. Schicken wir Ranger. Reagiere auf Reparaturanfrage. Und das ist auch die Futterstation hier oben. Wird wohl knapp nicht abgedeckt von der Sturmschutzstation. Na, was soll's. Gut, Fossilien, da müssen wir ein bisschen am Ball bleiben. Schildkrötenfossilien. Warum nicht? Sauropelter. Das könnte... Ne, hier sollte das gehen. Okay. Kein großes Problem. Soweit. So gut. So, den Hilfsweg hier können wir auch abreißen. Ich glaube, den brauchen wir nicht mehr. Den Hilfsweg hier unten
brauchen wir vorerst auch nicht mehr. Stattdessen brauchen wir hier erstmal ein bisschen was. Damit alles auch wirklich schön miteinander verbunden ist. Okay, bevor ich jetzt hier unten einen großen Abriss mache, möchte ich hier eine Reihe Gebäude haben einfach, damit die Gäste hier schon mal die Möglichkeit haben, ein bisschen was zu machen. Hauptsächlich natürlich Geld dazulassen. Die Frage ist, jetzt bauen wir den Weg an der Seite der Terrasse oder hier vorne? Das war nicht gut. Finger wird langsam müde, glaube ich. So. Ich denke, wir bauen den Weg einfach mal hier entlang. Oh, ist die Frage, kommen wir hier durch? Ja, aber es ist nicht klug. Machen wir das doch einfach so. Dann können wir hier schon mal eine Reihe Unterhaltungsgebäude hinbauen. Was war das? Ach so, Problem gelöst. Alles klar. So, dann bauen wir von jedem Gebäude einfach mal eins hier in diese Reihe. Dann haben wir da schon mal einen Überblick und ich denke, das wäre nicht das Schlechteste. Spielhalle, Spielwarenladen. Ich denke, die werde ich nachher vielleicht noch mit ein bisschen um Thema ausstatten, die Bereiche. Aber jetzt provisorisch können wir die Gebäude, denke ich, erstmal hier lassen. So weit, so gut. Ich würde sagen, die stellen wir auch mal gleich ein. Verkaufen wir doch das Barbasol für. Liebe Gäste, in unserer neuen Bar ist immer Happy Hour. Bitte trinken Sie verantwortungsvoll. 15. Das sollte dann gerade unsere Kosten decken. Wobei wir 300 Gäste hier haben, da brauchen wir nicht so viel Personal. Das sollte reichen, aber da gucken wir später dann vielleicht nochmal drüber besser. Gut, beim Fast Food. Dino-Häppchen. Könnten die Dino-Speise anbieten. Sind derzeit nicht so viele Gäste da, das passt. Aber wir müssen wenigstens versuchen, Gewinn zu produzieren. So, Futterstation und Krankheiten. Krankheiten würde mich wundern, wenn das was anderes als die Dracorexe ist. Kümmere mich um Futterstation. Kein Problem. Anfrage bestätigt. Natürlich ist es ein Dracorex, was auch sonst. Lege weitere Aufgabe fest. Verstanden. Wahrscheinlich ist das halbe Gehege nachher ausgerottet. So, und du bist wieder bereit. Reagiere auf Nachschubanfrage. Dann kannst du gerade. Einverstanden. Einverstanden. Die Geschichte machen. Okay, ACU müssten wir nachher auch noch reparieren. Aber die Ranger haben jetzt erstmal eine Menge zu tun. Spielhalle. Wir können Next Gen. Warum nicht? Es sind derzeit nicht sehr viele Gäste da, aber wir machen gerade so viel, dass wir ein bisschen Gewinn machen. Verkaufen für 16 ist es nicht so schlimm, wenn man es für 14 einkauft. Und das sieht in echten Freizeitparks ein bisschen anders aus. So, probieren wir es mal mit dem Plüschdino. Personal ist ein bisschen knapp, da geben wir mal noch einen nach.
8. Also im Ernst, ein Plüschdino für 8. Wenn das auch noch ein bisschen Qualität ist, dann nehmen wir das mit. So, Gäste sind fast keine da im Moment. Das ist okay. Und im Kleiderladen. Warum nicht? Dino-Hüte. Keine Gäste. Keine Betriebskosten. Das heißt für mich, das ist einfach zu weit im Abseits. Da kommen zu wenige Gäste dran vorbei. Das heißt, das lohnt sich im Moment noch nicht. Aber wir lassen es jetzt trotzdem erstmal stehen. Einfach damit wir so ein Gebäude haben. Denn jetzt reißen wir hier drin den ganzen Kram ab. So weit, so gut. Diese Wege hier brauchen wir auch nicht mehr. Und ich würde vorschlagen, wir bauen hier drüben noch mal ganz kurz einen Hilfsweg runter, damit wir hier das Zickzack auch auflösen können. So weit, so gut. Hier drüben kommt Strom runter, das heißt, den Kram können wir auch erstmal abreißen, bis wir wissen, welche Gebäude und wo und wie die Wege liegen, ohne dass uns gleich der Strom hier ausgeht. Weitere Aufgabe fest. Natürlich sind die anderen auch noch gleich krank. Kein Wunder, dass die Dracorexe ausgestorben sind. Ganz im Ernst. Die könnten ansonsten die größten Überlebenskünstler sein, aber die sind ständig krank. Kein gutes Zeichen. Das will ich doch gar nicht. Wir bauen, denke ich, ein Innovationszentrum hierher. Wobei das schon wirklich riesig ist. Das wird ein bisschen knifflig, das hier reinzudrücken, so wie ich mir das vorstelle. Könnte das aber gehen, meine Güte. Es wird auf jeden Fall ziemlich eng. So, angeschlossen ist es. Strom hat es auch, dank dem großen Umspannwerk. 3 Kranke, Sack und Asche, das gibt's ja wohl nicht. Kommt auf die Liste. Die stecken hier drin alles an. Die Dracorexe sind ja mal richtig übel. So Sabotagespezialisten. Gibt's ja überhaupt nicht. Hat der Kleiderladen inzwischen Gäste? Eine Handvoll Gäste hat er. Aber kaum der Rede wert. So, sobald dieses Gebäude fertig ist, machen wir da wieder so einen Ring aus Wegen drumherum. Und dann möchte ich an dem Gebäude ausgerichtet 5 Gästegebäude drumherum bauen. Ich hoffe, dass das klappt, so wie ich mir das vorstelle. Und davon weg machen wir dann den Weg hier runter zum restlichen Park. Dass das quasi so ein bisschen das Zentrum ist, wo die Gäste richtig begrüßt werden und wo sie dann quasi die ersten Infos kriegen zum Park und dann können sie hier zu den Dinos. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Wir könnten in der Zwischenzeit mal schauen, ob wir hier drüben ein bisschen was, nicht Wege, verschönern können. Vielleicht ein bisschen Wasser. Das ist schon der Wahnsinn.
wie viel da geht. Vielleicht, wenn man es ein bisschen kleiner macht. Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr beeindruckend. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass da ein bisschen mehr geht, aber dann behalten wir es. Einfach, um zu zeigen, wie eingeschränkt das Spiel ist. Oh Mann. So, das kommt mal hier hin. Oh Junge. Hoffentlich kriege ich das einigermaßen symmetrisch hin. Ich glaube ja noch nicht dran. Sieht an sich nicht schlecht aus. Jetzt müsste es auf der anderen Seite nur noch genauso gut klappen. Nö, das klappt so überhaupt nicht. Verdammt. Sah hier drüben eigentlich gar nicht so schlecht aus. Irgendwas habe ich hier anders gemacht. Da hole ich euch gleich dazu, wenn es geklappt hat. Das wird jetzt eine Weile dauern. Sorry. Okay, da bin ich. Sieht nicht ganz perfekt aus, aber so lasse ich es jetzt, bevor ich noch ein größerer Fall für die Klapse bin als sowieso schon. In der Zwischenzeit sind die Krankheiten hier unten ziemlich amok gelaufen. Und die Ranger packen es irgendwie nicht. Überall im Park sind kranke Dinos. Ich habe zum Teil auch schon die Meldung gekriegt, dass die Gesundheit arg niedrig ist. Gerade die Raptoren hat es übelst erwischt. Bin mir nicht so ganz sicher, warum. Kommt auf die Liste. Aber wir gehen einfach mal davon aus, dass das jetzt dann passt. Ich sag's euch, die Dracorexe machen den ganzen Park kaputt. Die werden krank und danach Ausrottung. Von wegen Meteor. Ha! Das waren die Dracorexe. So, jetzt würde ich hier ganz gerne noch eine Handvoll Gebäude drumherum stellen. Okay, wir könnten das mal aufteilen in zwei Kategorien. Wir machen auf der einen Seite Nahrungsmittel, auf der anderen Seite Souvenirs. Bowlingbahn, Spaß und so ein Zeug machen wir dann woanders hin. Keine infizierten Dinosaurier entdeckt. Na also, das war ja mal eine Geburt. Hier wieder jede Menge Dinos. Und Palladium. Palladium ist auch immer wieder gern gesehen. Platin natürlich auch. Den Apatosaurus müssten wir fast fertig kriegen. Das wäre gar nicht so schlecht. Und dann schauen wir mal, was wir noch brauchen. Okay, das heißt, nehmen wir mal an, wir bauen 6 Gebäude, einfach weil symmetrisch. Dann brauchen wir 3x Nahrung, 3x Schnickschnack. Fastfood, Bar, Restaurant. Würde passen. Wenn wir das jetzt auch noch hinkriegen hier. Ich denke, wenn ich das insgesamt ein bisschen weniger rund baue, müsste ich das hinkriegen. So, das ist das Restaurant. Dann stellen wir daneben mal eine Bar. Nein, machen wir nicht. Wir bauen erstmal noch einen Weg für die Gäste. Ich bin mir nicht sicher, ob das so bleibt, aber es ist auf jeden Fall mal angeschlossen.
Dann wollten wir eine Bar. Und einmal Fast Food. Weil halt. So. Strom. Wie machen wir das mit dem Strom hier drüben am geschicktesten? Ich glaube, da mogel ich ein kleines bisschen. Das hier. Wobei das jetzt auch sehr ungeschickt ist. Machen wir das lieber hier hin. Genau, wenn wir jetzt hier ein großes haben, brauchen wir hier kein kleines mehr. Und das ist ein bisschen versteckt, steht abseits, sieht nicht so nach Besucherbereich aus. Ich denke, das ist okay. Okay, so viel mal zu den drei Gebäuden. Und dann würde ich auf der anderen Seite eigentlich noch die restlichen hinmachen. Aber ich glaube, da kriege ich den Abstand so nicht hin. Und irgendwie sind wir ehrlich, sieht das blöd aus. Nee, das reiße ich wieder ab. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das machen wir ein bisschen anders. Okay. Bleiben wir beim ursprünglichen Plan. 5 Gebäude hierher. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wie ich die aufteile. So. Zum einen. Ich würde sagen, wir machen hier die Bar hin, machen auf der gegenüberliegenden Seite dazu das Restaurant. Dann können wir hier Souvenirs. Ich würde sagen, ein Klamottengeschäft. Und hier oben in die Mitte einen kleinen Spielwarenladen. Ich weiß, dass das nicht symmetrisch ist. Das regt mich jetzt schon auf. Das richte ich vielleicht offscreen. Die Gebäude sind doch alle unterschiedlich breit. Ist ein bisschen unschön. Okay, und dann nehmen wir hier einfach mal das mal so. Jawohl. Sehe schon, wird super. Okay, jetzt müssten wir nur noch den Weg hier abreißen und das hier rüber verbinden, angemessen. Das sollte dann relativ schnell gehen.
vielleicht ein bisschen viel abgerissen, aber das kriegen wir hin. Das bauen wir einfach mal ganz schlicht. Dann passt das. Dann brauchen wir natürlich wieder Anschluss für die Einschienenbahn. Oh, hoffentlich lohnt sich das am Ende auch. Das ist ja ein Riesenaufwand. Aber letzten Endes fehlt uns nur noch unten der Ersatz für das Dilo-Gehege. Und dann müsste das auf jeden Fall hinhauen. Okay. Sieht auf jeden Fall anders aus als vorher. Ich bin mir noch nicht sicher, ob mir das besser gefällt. Wir müssten noch die Restaurants einstellen, aber ich glaube, das mache ich dann offscreen. Nahrung und Getränke ist im Moment auf jeden Fall noch ein bisschen im Keller. Aber da bleibt es wenigstens frisch und kühl. Apato ist auf 100%. Sehr schön. Und dann können wir die nächsten losschicken in ein anderes Gebiet. Hier sind wir fertig. 42 ist nur noch Sauropelta. Dann haben wir hier bessere Chancen, den zu finden. Und Stego holen wir mal von hier. Ich hoffe, dass das passt. Okay, soweit. Dann würde ich vorschlagen, wir lassen es für heute gut sein hier. Ich bin auf eure Kommentare im Laufe der Woche gespannt. Ich denke, ich brauche jetzt mal wieder eine kleine Pause von Insel 2, aber ich werde das noch offscreen einstellen. Na, nächste Episode machen wir das noch unten beim Dilo-Gehege und bauen dort auch nochmal einen kleinen Besucherbereich hin. Und dann schauen wir, dass alles mit Wegen gut erreichbar ist, dass die Leute auch wirklich dran vorbeilaufen. Der ganze Bereich hier zum Beispiel wird von den Gästen hauptsächlich ignoriert. Da laufen relativ wenige vorbei. Und dementsprechend gibt es natürlich keine gute Bewertung. Wenn die wenigsten Gäste hier dran vorbeilaufen und bewirtet werden, kann ich verstehen, dass dann die Bewertung ein bisschen im Keller ist. Ich denke, es wäre sinnvoll, diese Versorgungsgebäude, Nahrungsmittel und Zeug entlang der Hauptverkehrsroute zu bauen oder direkt an die Einschienenbahnen. Mal sehen, da werden wir vielleicht noch ein bisschen umdesignen beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.